ist da mit seinem Lieblings-Champ sofort nicht ausgestattet. Ebenfalls Sejuani rausgenommen, also man scheint hier Saint Vicious ganz klar zu fokussieren. Auf der anderen Seite Leona, extrem ungewöhnlich, und Rumble. Als letztes werden wir keinen Urgott sehen, Brücki, leider nicht. Schade, schade. Aber auf jeden Fall nachvollziehbar. Keen Midlane hat super stark performt, sogar Bjergsen Outplayed. Und der Twisted Fate Punch gegen Zhao Wei Zhao haben wir jetzt noch nicht ganz so häufig gesehen. Dennoch ein anscheinend sehr, sehr brutaler Champion hier für Gravity. Und der First Pick Hecarim würde auf jeden Fall Sinn machen. Dennoch Morgana noch offen. Also da würde sich sowohl Bunny Fufu als auch Adrian als auch Impact darüber freuen. Auf welcher Position gefällt dir Morgana momentan am besten? Support wahrscheinlich nach wie vor. Ich finde, ich halte so Morgana für einen Support-Champ. Ich mag die auf den Solo-Lanes nicht so hart. In den A, ich weiß nicht, EU wird die auch einfach nicht gespielt. Top-Lane ist noch einiges offen. Also man kann sich hier für einen Maokai entscheiden, Sion, alles offen. Top-Lane lässt man meistens offen und wird immer First Pick. Oh, und es wird Thrash werden. Also Bunny Fufus Lieblings-Champion natürlich komplett durch die Pick- und durch die Bannphase zumindest durchgekommen. Gepickt wird er hier sofort als erstes zusammen mit Rek'Sai. Also Rek'Sai ja immer noch einer der stärksten Junglerinnen quasi überhaupt. Shaco würde uns natürlich wieder extrem überraschen, aber ich gehe nicht davon aus. Es könnte also Lee Sin werden. Mit dem Hintergrund, dass Rush am meisten Lee Sin gespielt hat diese Season, macht eine Rek'Sai deswegen Sinn, weil das Counter-Jungle ganz, ganz schwer ist wegen der Passive. Man hat relativ viel Kontrolle über den Jungle mit einer Rek'Sai. Ist also, macht auf jeden Fall Sinn, man gibt seine Taktik auch noch nicht her. Thresh und Rek'Sai sind sehr, sehr allgemein brauchbar. Trotzdem der Lee Sin werden. Du hast schon erwähnt, macht es auf jeden Fall schwerer zu Counter-Jungle. Man hat aber verschiedene Weisen, wie man das Early-Game als Lee Sin dominieren kann. Dennoch Lee Sin ein wirklich riskanter Champion. Allerdings nun rausgenommen Sejuani, Rek'Sai, somit die drei stärksten Jungle momentan. Und es wird der Lee Sin werden. Auf jeden Fall riskant. Counter-Jungle fast unmöglich, wie du schon erwähnt hast. Dennoch haben sie sich hier dafür entschieden. Also zum einen sehr, sehr viel Mobility wieder mit Hecarim, mit Lee Sin und auch viel Movement-Speed mit der Sevier-Ult. Hecarim wird da wieder einiges an Damage anrichten. Maokai würde natürlich Sinn machen. Haben wir vorhin schon gesehen, Unicorns of Love gegen Gambit. Maokai ein sehr, sehr starker Champion gegen Hecarim. Und zusammen mit dem Rek'Sai haben wir es ja auch von Gambit mehrfach gesehen. Ja, genau das, was Gambit auch gespielt hat über drei Games, glaube ich. Hat auch gut funktioniert. Ist nur dann immer ja, falsch ausgenutzt worden. Vielleicht kriegt Gravity das besser hin. Mit der Kalista. Kalista ist ein guter Pick gegen Sivir insgesamt. Dominiert die Landing-Phase ganz gut. Kalista kann sehr, sehr gut duellieren. Also sie könnte da Probleme bekommen. Bin sehr gespannt, welchen Support man dazu nimmt. Der Support ist Thresh. Schon gut. Ich bin sehr gespannt, welchen Midlaner man dazu nimmt. Ja, vor allem Midlaner, ja, die Wundertüte hier bei Gravity definitiv. Und er hat vor allem den Vorteil, er kann Counterpicken. Wie schon erwähnt, seine Taktik ist, er sucht sich einen Champion aus, der gegen den Champion-Pool des gegnerischen Midlaners sehr, sehr effektiv ist. Das heißt, es macht hier auf jeden Fall Sinn, auf der Red Side den Midlaner als Last Pick zu überlassen. Und Yasuo haben wir schon stark kritisiert bisher von Zhao Wei Zhao. Bin gespannt, ob er nicht vielleicht wieder von Katus geht. Der ist offen, stimmt. Katus ist offen, wurde nicht gebannt. Wäre vielleicht ein smarter Pick, gerade nach den zwei überragenden Games, die er hatte. Definitiv, also bisher noch ohne Tod. Das ist auf jeden Fall eine Leistung. Ja, so im Gegensatz dazu bisher nicht wirklich überzeugend. Gute Support-Picks gegen Kalista sind grundsätzlich Alistar und Annie. Ich würde hier wahrscheinlich für eine Annie gehen, weil Annie ein bisschen mehr Schaden hat und es ein bisschen safer ist, weil du auf Range engaged und nicht mit deinem ganzen Körper rein musst. Okay, auch wieder der Nautilus-Support. Bin gespannt, vielleicht geht er diesmal endlich auf. Und erneut Wladimir Mitte, blind vor allem gepickt. Hat gestern zwar gut funktioniert von Phoenix, allerdings wusste er dort bereits, gegen wen er antreten muss. Keen jetzt also mit dem Last Pick hier, hat er definitiv von seinen Champions quasi noch alles bis auf Urgot zur Verfügung. Wladimir, was wäre da ein möglicher Counter? Wir haben ihn bereits auf Apophis gesehen. Wie wirkt sich das eventuell gegen Wladimir schlagen? Apophis auf gar keinen Fall mehr, weil du diese Hill Reduction nicht mehr hast auf dem W. Stimmt, die wird rausgenommen, rausgepatcht. Orianne ist immer seit Jahren, glaube ich, mit der safeste Midlaner, den man haben kann. Weil das doch relativ unspektakulär ist. Das stimmt. Das wird eine Farmlane-Mitte also werden. Was auch nicht das Schlechteste ist, ich glaube, dass wenn man nur farmt und ins Late Game kommt, dass einfach Gravity das bessere Line-Up hat insgesamt. Also, gefällt dir Gravity's Team Comp hier besser? Mir gefällt Gravity's Team Comp besser. Nicht viel besser, aber besser. Allein wegen dem Lee Sin und dem Nautilus-Pick, wovon ich jetzt, ja, nur schlechtes gesehen habe bisher. Also ich muss in der Tat sagen, ich bin auch skeptisch, was den Lee Sin, den Nautilus angeht. Allerdings überzeugen mich die anderen drei Champions. Also Hecarim, Wladimir in Kombination mit Sivir gefällt mir sehr, sehr gut. Das heißt, ich gebe da meinen Vorteil ganz leicht an Team Impulse. Nichtsdestotrotz, wir werden es jede Sekunde erfahren mit unseren Castern Mori und Neon. Ja, und da sind wir natürlich als NA-Spezialisten, die wir jedes Spiel verfolgt haben.
Man kann auf jeden Fall sagen, ja, Gravity hat die etwas europäische Composition, definitiv. Und was allerdings Team Impulse hat, Rush auf Lee Sin. Und da hat er richtig harte Games abgeliefert. Team Impulse spielt halt wie folgt. Sie machen halt extrem früh Druck und entscheiden das Spiel sehr, sehr früh. Und das auch gerne mal mit dem Katus, deswegen auch verwunderlich, weil mit der Ulti ist er halt global präsent. Und auf der anderen Seite auch Nautilus in der NA-LCS extrem beliebt als Supporter, gerade Lemonation. Und damit haben sie schon sehr gute Erfolge gefeiert. Das Ding ist halt, sie brauchen noch eine tankige Komponente. Wie das Ganze jetzt aufgeht, Team Impulse ist rein von den Standings her, von der Tabelle her, der Favorit. Aber Gravity ist, wie schon gesagt wurde, einfach die Wundertüte. Da weiß man nicht, was kommt. Entsprechend lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir sehen jetzt links unten in der Ecke Team Impulse in blau und rechts oben in rot Gravity. Keen, ja, wieder neuer Midlaner. Orianna hat er diesen Split noch nicht gespielt. Das heißt, im 19. Spiel den 12. Champion ausgepackt. Das ist ein breiter Champion-Pool. Ja, extrem vielseitig. Einer der breitesten überhaupt. Und das ist aber auch was, wo Team Impulse sich sehr treu bleibt. Sie haben immer in der Mitte Chao Weijiao, der meistens irgendwelche Farm-Champions spielt. Vladimir ist ja auch da sehr gerne erstmal am Farm, bis er richtig gute Items kriegt fürs Late-Game. Haben auf der Top-Lane meistens einen Champion, mit dem man aggressiv gehen kann. Botlane mit Sieve natürlich auch eine Möglichkeit, Engages zu suchen. Und Rush halt auf einem sehr aggressiven Jungler. Also, wenn Team Impulse hier spielen kann, dann sollten sie das auch gewinnen können. Wenn halt der Lee Sin nicht durchkommt wirklich, dann ist natürlich ganz klar die Orianna, die Kalista und auch der Maokai ein bisschen besser dabei. Auf alle Fälle. Also, man kann definitiv sagen, und deswegen Brüki wahrscheinlich auch ein Fan davon, dass Gravity stabiler ist. Ja. Team Impulse ist eben ganz stark davon abhängig, ob eben ihre Gangs klappen oder nicht. Und was man in der NA-LCS auch ständig sieht, ist Lane-Swaps. Ja, entsprechend hier geht Apollo, geht er zurück, geht er nicht zurück. Jetzt sind die Minions da, also jetzt wäre halt der spätmöglichste Zeitpunkt gewesen, zurückzugehen, wenn man da nichts verpassen möchte. Aber man bleibt da. Und das heißt, man wird diesen doppelten Lane-Swap sehen, trotzdem also die 2 gegen 2 Lanes. Ja, doppelter Lane-Swap, aber natürlich jetzt auch Lee Sin, wie man sieht, unten am Jungle gestartet, oben jetzt der Support noch dabei, also Bunny Fufu noch im Jungle mit unterwegs, genauso wie auch jetzt aus der Mitte Keen noch ein bisschen oben an der Kante gestanden hat und für Sicht gesorgt hat. Da sieht man jetzt auch den Backport, also kurz noch mitgeholfen auf der Top-Lane, weil man nicht wusste, ist man jetzt im Lane-Swap oder nicht, ist Apollo noch da oder geht er weg. Deswegen also klein bisschen später auf die Lane mit dem Teleport für Haunzer. Da muss man auf jeden Fall sagen, Team Impulse wird sich sicherlich freuen, dass sie diesen doppelten Lane-Swap halt bekommen, dass sie die 2 gegen 2 Lanes bekommen, hauptsächlich wegen Hecarim, weil der sonst extrem rausgenommen werden kann. Gerade dann auch gegen eine Kalista Thresh, da hat er absolut überhaupt nichts zu melden, würde also keinerlei Farben bekommen. Und hier sehen wir halt auch Team Impulse momentan aggressiv am Drücken, der erste Hook sitzt. Und was wir vorhin schon gesehen haben, Healy Sang, das ist in NA Bunny Fufu. Der hat in den Playoffs sein Team, Bunny Fufu hat sie wirklich gecarried in diese Playoffs hinein. Ja, definitiv ein sehr, sehr guter Thresh-Spieler. Meint ihr, gehen so weit, ihn den Gottes-Thresh zu nennen? Da müssen wir uns jetzt noch überzeugen, ob er das auch hier leisten kann in den Playoffs. Das ist nochmal natürlich was anderes. Da ist nochmal ein bisschen mehr Druck drauf und es ist vor allen Dingen ein Best of Five. Das heißt wirklich, 3 Spiele muss man gewinnen. Da kann nochmal einiges passieren. Saint Vicious auf dem Weg nach oben will jetzt hier schon mal seine Botlane nach vorne bringen. Ja, Saint Vicious versucht natürlich da so ein Stück den Counterpart einzunehmen, aber da werden schon früh die Flashes ausgetauscht. Saint Vicious ist dran und man kann Adrian isolieren. Und das ist das First Blood für Cobb. Ja, sehr schön gemacht hier. Hat halt den Support zurückgeworfen und durch den Flash einfach in gerader Linie war es sehr einfach für Bunny Fufu dann das verlangsamte hochgeworfene Ziel mit einem Hook danach nochmal reinzuziehen. Und Nautilus wird zwar später auch als Support sehr, sehr tanky, aber am Anfang ist das nicht sonderlich viel, was er da an Tankiness mitbringt und den kann man dann auch rausnehmen. Man hat's gesehen, man hat 2 Flash gegen 1 Flash getauscht und den Kill bekommen. Apollo alleine muss jetzt also aufpassen. Diese Situation, der man entgehen wollte, man hat sie entschärft, Gravity. Ja, deswegen eigentlich auch fast ein Stück weit abzusehen, dass dieser erste Gank mit auf die Top-Lane kommt. Rek'Sai allerdings auch ein sehr mobiler Champion und von daher kann er überall immer wieder auftauchen. Ja, der ist natürlich sehr schön unterwegs auf der Karte und
Die Frage ist, wo ist für Rush der Ansatzpunkt bis jetzt? Botlane ist so eine Sache, Hecarim bringt halt kein CC mit. Also da nicht ganz so einfach den Maokai festzuhalten, den wirklich rauszunehmen. Man könnte natürlich überlegen nach einem Kontergank, denn die Möglichkeit besteht immer noch, dass bis Level 6 Hecarim gegankt wird mit Maokai zusammen. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass es sehr gut funktioniert, vor allen Dingen auch mit einer Rek'Sai. In der Mitte, Orianna ganken wäre eine Chance, aber Vladimir hat auch da keinen wirklichen CC, um Keen festzuhalten. Der hat noch einen Flash, könnte also auch rauskommen und Toplane wäre halt noch eine Chance. Also es gibt für Rush nicht so viel gerade. Das Ding ist, Keen wird allerdings mit Orianna erstmal sehr defensiv spielen. Vor allem auch gegen Vladimir, weil das halt gefährlich ist. Den kannst du sowieso nicht rausdrängen. Der kann so lange auf der Lane bleiben, indem er sich immer wieder hochhält, dass es einfach da keinen Sinn macht. Und mit Orianna sowieso schwierig. Jetzt kommt direkt der nächste Gank. St. Vicious ist hier extrem aktiv und so geht's auf Impact. Und das, was man eigentlich von Rush gewohnt ist, das sieht man hier von St. Vicious jetzt. Und das ist extrem gut, denn Lee Sin fällt natürlich zurück, wenn er nach hinten gerät. Und vor allen Dingen, der wichtigste Punkt ist einfach, dass Team Impuls selbst als Team auch mental nicht gut mit einem Rückstand arbeiten kann. Sie probieren dann immer noch Sachen zu machen, die man nur machen kann, wenn man wirklich ein paar tausend Gold vorne ist. Das ist richtig. Also das fängt schon mal gut an für Gravity. Sie sind gut darauf eingestellt. Das ist jedes Mal der Fall. Ja, gerade mit Keen, wie gesagt, im 19. Spiel. Das ist halt eine verdammt gute Quote. Es gibt wenige Spieler, die so einen breiten Champion-Pool haben. Muss man überlegen, 12 Champions und keinen davon hat er extrem schlecht gespielt. Das ist halt der Punkt. Er ist in jedem Matchup, was er gespielt hat, ist er eigentlich sehr solide gewesen mit seinen Midlanern. Klar, zum Beispiel bei dem Rumble-Pick war es jetzt so, der war jetzt nicht so gut, aber das lag jetzt eigentlich nicht daran, dass er schlecht gespielt hätte, sondern dass er einfach kompmäßig nicht so optimal reingepasst hat. Aber da muss man sagen, dafür, dass er halt 12 Champions gespielt hat, extrem stark auf allen. So, und jetzt ist Haunzer da, Impact ein Stück weit vorne, aber jetzt ist Rush da und jetzt kommt die böse Überraschung. Impact kriegt den Kill auf Haunzer, das hat er sich halt komplett anders vorgestellt. Und vor allem, er ist ja auch schon zurück gewesen mit Doppel-Dorans, das ist Impact halt nicht. Oh, Chaui Chao. Kriegt hier sehr viel Schaden weg. Kriegt sehr viel Schaden weg. Ich muss sagen, Chaui Chao ist halt so jemand, wenn er halt richtig farmen kann, ist er super. Aber ansonsten, gerade die letzten Spiele hat mir seine Leistung nicht so zugesagt. Ist oft von seinem Team mitgecarried worden. Auf Katus überragend, von daher ist es wirklich verwunderlich. Zumal Katus, wie bereits schon in der Analyse-Ecke erwähnt, keinen wirklichen krassen Konter hat. Einfach ein absolut stabiler Pick gewesen wäre. Davon abgesehen, man hatte ja alles. Man hatte gute Picks, man hatte einen Hikari, man hatte einen Lee Sin und man hat hier viel Schaden auf Chaui Chao. Jetzt allerdings der Teleport. Impact ist mit dabei. Key mit dem Flash. Weit raus. Kann da allein überhaupt nichts machen. Und da war er dann doch zu gierig. Dachte, okay, ich kann Chaui Chao bekommen. Und das ist auch typisch Keen. Im Early Game ist er extrem gierig. Ja, muss so zwei, dreimal sterben. Und dann fängt er halt an, nützlich zu sein für sein Team. Vor allen Dingen ist es aber auch typisch Team Impuls, so aggressiv zu sein. Also, dass man da Keen nicht zur Seite genommen hat. Junge, probier doch bitte einmal nicht so aggressiv im Early zu spielen. Nicht gegen Team Impuls, die halt komplett auf das Early Game ausgelegt sind. Und ja, ich meine, es ist halt ganz oft so. Ne? Rush da nochmal abgeblockt. Ganz, ganz oft so. Keen drückt seinen Gegner raus. In dem Fall halt auch ein Vladimir, was nicht so einfach ist. Und dann geht er diesen Schritt zu weit und wird rausgenommen. Ja, Impact sieht man hier nochmal von hinten reinrennen in Keen, trifft nicht ganz. Das gibt Team Keen halt nochmal die Chance, ein bisschen wegzukommen, aber was soll er machen als Orianna, die kein Flash mehr hat und vor allen Dingen kein Mana. Er kann sich noch nicht mal selbst beschleunigen oder schilden. Ja, das kommt eben noch dazu. Also das sind ja so die einzigen Möglichkeiten, die du hast, den Gegner slowen, dich selbst beschleunigen mit dem W oder eben schilden mit dem E. Und sonst wird es halt schwierig. Jetzt allerdings Impact gestärkt auf die Lane, direkt gegen Haunzer. Das will man ausnutzen und man siebelt ihn hier weg. Der hat nämlich keinen Mana mehr. Ja, er selber eben auch nicht, aber er hat, wie gesagt, Homeguards schon fertiggestellt, was extrem wichtig ist für Hecarim. Die Mana-Kosten von seinem Pool sind glücklicherweise für ihn auch nicht sonderlich hoch. Und das ist jetzt der Punkt, du hast schon mal vorhin nochmal Katus angesprochen, der halt auch noch nicht nur unabhängig davon, dass er ein sicherer Laner ist, aber er auch noch seine Ulti hat und die könnte halt die ganzen Aggressionen auf allen anderen Lanes auch nochmal unterstützen, denn wenn da so ein Gank kommt von Rush, der sowieso natürlich probiert, sehr aggressiv zu spielen mit Adrian, der auch teilweise die Lane verlässt, um zu roamen, weil Apollo sehr viele Minions in den Turm einfach reindrückt und dementsprechend relativ viel freie Zeit hat, da könnte so eine Katus-Ulti halt auch nochmal helfen zu unterstützen, ohne dass Chaui Chao irgendwie was machen müsste. Ah, und jetzt, das nennt man Anti-Timing.
so geht's halt nicht. Ja, war aber auch ziemlich knapp, also mit letztem bisschen Reichweite hat's nicht für Kopp gereicht. Der muss aber aufpassen, das ist halt die Sache, wenn Nautilus erstmal dran ist an Kalista, dann kann er sie stunnen und dann kommt sie auch nicht mehr so einfach weg. Ansonsten eben sehr, sehr mobil und da wird halt gerade so ein bisschen die Wave in sie reingepusht, deswegen ist der Farmvorteil jetzt nicht ganz so groß, wie er da wirklich aussieht aktuell. Etwas vorhanden. Interessanter sind wirklich diese Kills. Trotzdem eben Gravity etwas mehr Gold durch den Gesamtfarm. Und das ist wichtig. Gravity hat halt ein sehr, sehr starkes Team. Klar, Vladimir wird im Late Game nochmal sehr unangenehm. Aber das kann Kalista auch und Orianna genauso. Also sie haben da schon ein sehr starkes Team. Und vor allem Lee Sin fällt halt ziemlich stark ab, wenn er keine Kicks kriegt unbedingt. Na, Keen jetzt wieder keinen Mana zu weit draußen. Darf er einfach nicht machen. Er ist zu gierig. Ich meine, ja, er hat es gut gemacht. Er hatte eigentlich wieder Chaui Chao zurückgedrängt. Hier gibt es gerade noch den Drachen für St. Vicious. Ganz heimlich, alleine hat er das Ganze gemacht und Team Impulse da überhaupt nicht aufgepasst. Aber ich meine, es gab ja überhaupt keinen Grund jetzt für Keen. Und er muss mal lernen, sich zu begnügen. Ich habe den Gegner zurückgeschickt, das ist schon ein Vorteil. Da muss ich nicht noch nachhassen. Ja, jetzt wollen sie hier unten Hornzer rausnehmen wieder. Können sie das schaffen, ist die Frage. Ja, wieder ist Rush mit dabei und eigentlich gibt es da keine Möglichkeit wegzukommen gegen diese beiden Champions. Von daher, zack, der Kill. Wie denn auch? Wie sollen Maokai ohne Flash da wegkommen? Großartig. Das funktioniert nicht. Folge ist der nächste Kill und es geht gegen den Tower. St. Vicious in der Nähe versucht das nochmal zu verhindern, während man hier die Minions wegräumt. Und da kriegt er auch ordentlich Prügel, hätte er sich nicht reintrauen sollen. Rush direkt mit dem nächsten Kill. Und wie so oft ist Rush derjenige, der das Early Game für Team Impulse mit Lee Sin in die richtige Richtung treibt. Und jetzt ist gerade so, dass Gravity genau das Impuls gibt, was sie brauchen. Sie geben ihnen genau diese Kills am Anfang auf ihrem Top-Laner, auf Impact und auf dem Jungle Rush. Das sind jetzt zwei Champions, die super gut damit umgehen können, wenn sie früh Kills kriegen. Und es ist vor allem nicht notwendig. Man weiß, man hat keinen Flash als Maokai und der Gegner gankt gerne Botlane, gankt gerne mit Lee Sin. Dann pusht man doch nicht raus, dann probiert man doch eher ein bisschen defensiv zu spielen. Und solange man den Flash nicht hat. Und damit haben sie jetzt halt Impuls alles an die Hand gegeben, was sie brauchen, um Druck zu machen, um jetzt das Spiel anzuziehen. Ja, ich meine, sie haben eben einen Hecarim, sie haben Lee Sin. Die sind halt mir nichts, dir nichts in deiner Backline drin. Und Vladimir ist später jetzt auch nicht so schlecht. Ne, Chaui Chao braucht einfach nur Farmen und jetzt geht's rauf auf Apollo. Jetzt wird Gravity weiterhin aggressiv, aber der Tower feuert hier, wird richtig ungemütlich. Es geht auf Korb und der kommt nicht weg. Adrian bekommt da den Kill. Und das ist jetzt 6:1. Der stand schon Rush sofort zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Und auch da geht's an den Tower dran. Adrian holt sich den nächsten Kill ab mit seinem Anker. Ne, nicht ganz optimal, aber es reicht halt. 3 Kills binnen kürzester Zeit. Plus jetzt der erste Tower in diesem Spiel. Also hier macht Gravity zu viele Fehler gegen dieses offensiv und das war zu erwarten, offensiv agierende Team Impuls. Auch der Tower Dive gegen den Nautilus ist sehr riskant. Nautilus hat extrem viel CC, kann mit seinen Angriffen stunnen, kann mit seiner Ulti Leute hochwerfen. Alle, die im Weg sind, werden hochgeworfen. Er kann die Leute verlangsamen und Sivir kann sich extrem beschleunigen und hat einen Flash gehabt. Das heißt, die kommt da ohne Probleme eigentlich auch raus. Und das ist dann ein bisschen zu aggressiv alles. Ja, man sieht es jetzt nochmal. Kopf. Also das war erst nicht schlecht, aber auch da wieder die Gier. Ja, sie flashen halt in den Turm rein. Gut reagiert natürlich auch von Adrian. Zieht alle Leute sich rein, die Verlangsamung trifft. Die Ulti hier auch sehr gut auf St. Vicious gesetzt, damit der nicht rauskommt. Kriegt sehr viel Schaden vom Turm und dann kommt da halt der Tekerin Teleport. Impact holt sich dann nochmal 2 Gratis-Kills. Jetzt wieder unten der Gank auf Hornzer. Der Turm wird jetzt gemacht. Hornzer wird weiter angegangen. Er kann nichts machen. Er kann nichts machen gegen so beiden. Das funktioniert nicht. Er hat gerade ein bisschen Rüstung jetzt, was es ja nicht viel besser macht. Adrian und Apollo sind ebenfalls zur Stelle. Man will die Lanes wieder zurücktauschen. Den Drachen, den hat Gravity schon geholt. Auf der anderen Seite aber hier, dadurch jetzt der Tower frei. Gravity kann sich auch einen Turm nehmen. Es ist aber ein 1 gegen 1 Tausch, was Türme angeht. Aber der Kill noch obendrauf für Team Impuls. Und vielleicht sogar noch schon innerer Turm. Das wäre sehr früh. Ja, momentan keiner da, der das irgendwie verhindern könnte. Immer noch eine gewisse Zeit, bis Maokai wieder respawnt und vor allen Dingen ohne Teleport. Das heißt, der Turm dürfte sogar an Impuls fallen, weil einfach niemand sich dahin orientiert. Alle waren oben Richtung Blue Buff von Team Impuls und ja, sie geben einfach ihren Turm auf, ohne irgendwie das
zu umkämpfen. Der zweite Turm, der mittlere Turm, einfach so weg. Also das ist merkwürdig. Was man auch sieht, Rush im Farm hinten gegen St. Vicious, was einfach daran liegt, dass Rush eigentlich fast mehr auf den Längs ist als im Jungle. Jetzt geht's drauf auf Chinese, auf Chaui Chao, ist einfach Ziel ausgemacht, ist aber nicht. Und zack, da holt man sich den. Jetzt kriegt Apollo den Kill. Keen, wieder mal, sehr offensiv, Flash gezogen, trotzdem gestorben. Setzen 6. Und das gleiche Spiel, was wir oft bei Team Impuls in letzter Zeit sehen, was ich sehr schade finde, was Chaui Chao angeht. Oh, schön immer den Rapper weggeklaut, Rush sehr aktiv. Dass Chaui Chao irgendwie so ein bisschen dahin vegetiert in der Mitte, irgendwas macht und sein Team währenddessen das Spiel gewinnt. Also mit seinem Karthus war das nicht so, weil er da einfach so viel Farm gesammelt hat in der Mitte und mit seiner Ulti unterstützt hat, dass er effektiv war. Aber mit seinem Yasuo zum Beispiel oder jetzt auch mit seinem Vladimir, er farmt halt vor sich hin und in der Zeit hat sein Team halt schon das Spiel mehr oder weniger fast gewonnen. Also 6000 Gold nach 15 Minuten. Gravity am Anfang viel zu aggressiv, hart probiert, Team Impuls in ihrem eigenen Spielstil zu begegnen, was nicht unbedingt funktioniert hat. Ja gut, ich meine, er hat dann mal ein Yasuo gepickt, das hat nicht wirklich geklappt für ihn, da wurde er gecarried. Und ansonsten nimmt er eben auch auf Champions, mit denen er auf Farm einfach angewiesen ist. Ne? Vladimir, Karthus, bestes Beispiel. Aber Karthus ist ja deswegen noch nützlich, weil er ständig die Ult ziehen kann und trotzdem gibt es da deswegen diese gute Synergie. Da will ich dir halt recht geben. Trotzdem, ich denke, wenn Rush und Impact hier ständig am Rotieren sind mit Apollo und Adrian, da kann man es halt auch erlauben, eine stabile Konstante zu haben, wie Chaui Chao, der einfach vor sich hinfarmt und später in den Teamfights extrem nützlich wird. Auf jeden Fall. Es ist halt nur immer sehr interessant zu sehen, dass es im Prinzip Chaui Chao vor sich hinfarmt. Er ist ja wieder mit 167 Farm nach 16 Minuten. Ist wieder richtig gut dabei, was ein Farm angeht. Aber wenn man auf der anderen Seite die Kills anguckt, ist schon so viel passiert in der Zeit. Na, aber er hat ja auch 2 Assists. Ja. Gravity jetzt am Drachen, wollen sich den zweiten holen, natürlich auch den ersten, vor allem nicht an Impuls abgeben. Allerdings ist das jetzt hier eine riskante Sache. Impuls ist sehr weit vorne, was das Gold angeht. Na, sie können ja kaum einen Teamfight nehmen, also der Vorsprung ist immens. Und sie kriegen tatsächlich nochmal den Drachen. Jetzt wollen sie da in den Teamfight reingehen. Teleport hat er tatsächlich noch durchgezogen, steht jetzt hinten drin. Alleine, Kopp darf allerdings seine Speere austeilen. Impact, zack, einfach mal durch alle Mann. Ciao, ciao, kriegt ihr den Kill. Und das reicht ja einfach nicht. Man ist sehr, sehr weit vorne. Allerdings Shutdown hinbekommen. Und jetzt auf Kopp, kann man ihn noch bekommen? Jawohl, man kann. Man kann. Und so stirbt hier wirklich nur Impact im 1 gegen 3. Und das liegt wirklich vor allen Dingen daran, dass Team Impuls so weit vorne ist. Denn die Schockwelle hat extrem gut getroffen, hat alle getroffen. Kalista konnte die ganze Zeit von der Seitenlinie aus schießen, hat aber noch keine Runas. Das heißt, hat immer nur Einzelziele getroffen. Also, wenn Team Impuls nicht so weit vorne wäre oder Gravity in dem Fall dann einfach weiter hinten als Team Impuls, wäre das hier ganz anders ausgegangen. So allerdings Team Impuls nochmal ein Stückchen nach vorne katapultiert. Denn der zweite Drache, der ist in dem momentanen Spielverlauf für Gravity absolut nichts wert. Denn auf 5 Drachen zu gehen, das sieht momentan für sie nicht möglich aus, denn Team Impuls hat sich wieder einen Goldvorteil geholt, den sie nicht gekriegt haben durch den Drachen und damit noch stärker für den nächsten Drachen, falls er kommen sollte. 7000 Gold vorne ist halt schon eine ganze Menge, wir sehen es hier nochmal. Ja, geht's rein, Agent trifft nicht ganz Kopf, St. Vicious kommt auch nochmal raus, Teleport kommt jetzt von Horsa rein und der geht rein, der Ball kommt jetzt und jetzt sehen wir es hier. 4 Leute getroffen, Kalista Kopf steht da auch an der Seite, kann die ganze Zeit schießen, Bunny Fufu trifft 2 Leute mit dem Knock-Up. Aber Impact ist schon so stark, der geht in die ganzen Leute rein, nimmt noch fast den Kill mit. Oben ist weiterhin Chaui Chao, drängt die Leute einfach weg. Und jetzt können sie halt Kopp noch mit rausnehmen. Der wird hochgeworfen, keine Minions, in denen er sich verstecken kann. Und damit zieht ihn der Hook auch noch rein. Also wenn Gravity zu dem Zeitpunkt besser dagestanden hätte, hätten sie den Kampf gewonnen. Ja, Gravity macht halt zu viele Fehler, steht zu gierig und das wird von Team Impuls einfach unfassbar hart bestraft. Kriegen hier noch einen Turm, der war allerdings sowieso schon tot. Auf der anderen Seite, äußerer Turm, wieder Duell, innerer Turm, der hier angegangen wird. Der ist wesentlich wertvoller, trotzdem muss halt jemand zurück. Zweifelsfrei Impact, der ist auch schon zurückgegangen, hat ja die Homeguards eben als erstes, läuft, teleportiert nicht. Und wird er den Turm hier noch verteidigen können? Alleine gegen 2. Er entscheidet sich auf Kopf zu gehen. Und der ist einfach mal halbe Leben weg. Den Turm verliert man. Kriegt aber dafür den Kill. Momentan noch relativ anständig. Der tauscht Kill gegen Turm vor allen Dingen. Aber es war der innere. Also es waren ja 2 Türme, die sie da unten genommen haben. Deswegen sehr guter Tausch für Gravity. Wenn sie jetzt hier in der Mitte nicht den Turm dadurch verlieren, haben aber eine Orianna und die Maokai Zaplings, um zu probieren, die Minions wegzukriegen. Sollte also kein Problem sein. Von daher, ein guter Tausch, da vor allen Dingen Rek'Sai rausgekommen ist.
Ja. Aber wenn die Kills von Adrian jetzt noch auf Apollo wären, dann wäre es halt wesentlich besser noch. Man profitiert ein Stück weit ja auch vom globalen Gold. Das meiste Gold liegt allerdings auf Impact und Rush, die hier ganz klar das Spiel machen. Sie sind diejenigen, die hier die Akzente setzen. Auch mit ihrer Mobilität, die sie haben, mit ihrer Möglichkeit, immer wieder in die Kämpfe reinzugehen. Und das müssen sie halt auch weiterhin nutzen. Du hast es ja auch schon gesagt, man fällt dann ab im Late Game. Und deswegen, wobei, da hat man ja wieder mit Chao Wei Chao dieses stabilisierende Element, wie ich es halt schon gesagt habe. Der fällt mit Vladimir nicht ab. Ja, und auch deswegen lässt man ihn auch farmen. Auch Sivir kann im Late Game, kann stark werden, ist im Late Game relativ stark. Und von daher haben sie noch eine Chance im Late Game. Es ist also nicht so, dass sie zu 100% jetzt gewinnen müssten. Trotzdem ist es das typische Team-Impuls-Verhalten. Sie kriegen am Anfang einen Vorteil und lassen dann vom Druck her nicht mehr nach. Gravity hat jetzt halt kurz probiert, sich ein bisschen Luft zu schaffen unten mit dem Turm. Aber es ist halt nur ein kurzes Atemholen. 7500 Gold und das 20 Minuten. Also jetzt gerade ist der Baron da, jetzt gerade kann man surrender und sind schon 7000 Gold hin. 13 zu 2. Das ist extrem niederschmetternd, muss man sagen. Vor allem auch Haunzer, der da nicht mehr viel für kann. Er ist halt immer wieder angegangen worden. Immer wieder war Rush bei ihm quasi gecampt worden. Was man inzwischen oft bei Top-Lanern sieht. Allerdings Keen. Dem kann man hier einen Vorwurf machen. Diesmal geht seine Strategie nicht so gut auf. Und dabei hatte er eigentlich die Midlane so ein Stück weit in der Hand. Er hat allerdings auch sein zweites Item schon fertiggestellt. Ja, interessant ist auch das. Kops zweites Item des Runans wird nicht das erste, also im letzten Kampf hätte er damit viele Leute treffen können mit dem Runans, hat nur einen getroffen. Jetzt entscheidet sich dafür, okay, ich brauche eher das Schild, ich brauche lieber den Blutdürster, als dass ich wirklich mehrere Ziele treffe mit dem Runans. Und das ist natürlich insofern gut, dass wenn er nur von einem Ziel angegangen wird, dass er da viel, viel besser dasteht. Oh, da kommt der Hook auf Rush, aber bringt hier nichts. Ich glaube, die Entscheidung, zunächst auf den Blutdürster zu gehen, lag so ein Stück weit, wie sich das Spiel entwickelt hat. Jetzt trifft er mal nicht. Einfach, man wollte erst lange auf der Lane bleiben, wollte also den Lebensraub mit dazu haben. Und in der Laning-Phase hast du erstmal nur einzelne Ziele, weniger wirklich diese riesen Teamfights. Allerdings dauert es halt ein bisschen, bis das fertiggestellt ist und dann hast du es ja jetzt nicht. Haben nicht damit gerechnet, dass Team Impuls schon so weit vorne ist, so schnell. Und jetzt geht's rein mit der Sivir-Ulti und dann den Hecarim, der hier wirklich auf Speed ist. Impact nimmt eine Menge Schaden, aber man kriegt hier erst St. Vicious raus, man kriegt den Turm. Was ein Dive und vor allem schau dir die Lebensbalken auch von Gravity an. Ja, sehr gut auch verteilt. Gravity einfach fast schon tot, während bei Team Impuls halt wirklich alle noch mit einem anständigen Menge Leben davongekommen sind. Die gehen jetzt natürlich auf den Baron, weil sie wissen, okay, wir haben jetzt den Jungler rausgenommen. Aber da kommt noch der Teleport. Vielleicht nochmal der Versuch, hier was zu machen. Momentan ist Haunzer da noch ziemlich alleine. Ja, der Rest muss nachrücken. Man ist halt schon dran. Man ist in Unterzahl. Ja, das ist der Baron, den. Und die lässt sich halt nicht nehmen. Keine Frage. Also da ist es auch schlau gewesen, nicht reinzugehen in dem Fall. Sie haben 6 Türme jetzt. Sie haben ja den Baron schon alle inneren Türme bekommen. Selber stehen noch alle inneren. Ja, nicht ganz. Ne? Sie haben sogar in der Mitte noch den äußeren. Das ist es. Der Drache ist auch wieder da. St. Vicious allerdings erstmal das Ziel von Impact und ja, der kann er nicht gegenhalten. Wenn der weg ist, dann ist der Drache automatisch auch verloren. Das wäre der erste im Übrigen für Team Impuls. Das heißt, da 6% mehr. Allerdings Chao Wei Chao alleine keine gute Positionierung. Keen bekommt den Kill. Jetzt endlich allerdings Rush hinten dran an Kopf. Genau richtig, heftet sich da dran. Und währenddessen kann Apollo hier Schaden machen. Drängt Keen raus, bekommt er den Kill. Und hier wird jetzt einfach zerstört. Double Kill auch noch. Und eigentlich hätte man das hier viel eher, hätte man das bestrafen müssen. Erneut Double Kill, das ist das Ace. Hier haben wir diese schöne Blink-Animation. Chao Wei Chao hätte da nicht so stehen müssen, wäre Team Impuls nicht so unendlich weit vorne gewesen. Dann hätten sie da nicht so krass reingehen können, aber das reicht halt, um zu zerstören. Und jetzt ist es halt einfach 13.000 Gold. Der erste Drache dann, den Baron, noch vorher genommen. Und ja, 23 Minuten erstmal. Ja, jetzt sehen wir nochmal, wie sich das Ganze angebaut hat. Und Bunny Fufu wird sofort ausgelöscht. Der hat nicht mal eine Chance. Aber das Gute dabei ist gewesen, man hat immerhin Chao Wei Chao gehabt, der war halt da drin. Problematisch ist trotzdem, dass Apollo hinten raufkommt, auf Keen ganz alleine durchlaufen kann. Keen hat nichts mehr, um sich zu verteidigen. Wird einfach abgeholt, während Rust sich noch den Kill holt auf St. Vicious. Und ja, dann wird Horns einfach gestunt, verlangsamt immer wieder. Und Apollo mit seiner extra Geschwindigkeit kann ihn natürlich super hinterher rennen. Ja, das ist wirklich eine Glattrasur, was wir hier sehen. Keine Chance, da irgendwie zu widerstehen. Rush mit 7-0. Lee Sin ist sein Champion. Und wir haben es
ganz oft gesehen. Gegen Team Impuls musst du bannen. Eigentlich ein Katus, offensichtlich jetzt nicht mehr Prioritätspick bei Chaui Chao. Einen Lee Sin und einen Nidalee. Das sind die Bans, die du haben musst gegen den Team Impuls, sonst zerschmettern sie dich. Ist hier nicht passiert, Lee Sin ist durchgekommen, 707 ist die Antwort darauf und er sagt danke. Es ist halt extrem, wie schnell Rush irgendwelche Öffnungen findet mit Lee Sin und wie schnell er Leute bestraft, wenn sie falsch stehen. Und wenn Lee Sin vorne ist, dann ist er halt ein Monster. Er kann immer wieder reinspringen, Leute angehen, verlangsamen, wegkicken. Jetzt fällt er im Mittelturm fast. Zhao Zhao wird immer ein bisschen rausgedrängt, aber das sollte hier der Turm sein, zusammen mit Hecarim. Und sie wollen jetzt in den Kampf. Dann der Hook drauf, Hornzer weggenommen, es geht auf Bunny Fufu. Der fehlt, das sollte der Tank sein. Und der ist binnen Sekunden platt. Keen weggesäbelt, keine Chance. Und Cobb ebenfalls wieder Legendary ist der Rush. Und das war sein 8. Kill. Bunny Fufu beinahe noch mitgenommen, geht dann raus aus dem Tower, wird ihm doch zu heikel. Sie haben den Inhibitor jetzt und sie sollten auch das Spiel sogar beenden können. Das ist halt ganz, ganz stark gemacht von Team Impuls. Gib Rush den Lee Sin. Das ist einer der wenigen Lee Sin-Spieler. Also jetzt noch, aber einer der besten, wie wir sehen. Und hier hat sich's ausgeknipst. Das ist die souveräne Einzelführung. 25 Minuten, eine Top-Zeit. Ja, das war's. Das ist eine sehr, sehr schnelle Zeit. Aber es ist ein Best of Five. Das heißt, Gravity kann nachdenken, okay, was waren unsere Fehler? Und vielleicht zum Beispiel mal den.